Liebe Parteifreunde, liebe Frau Bürgermeisterin Wöss-Krall aus Rankweil oder jetzt gerade aus dem Montafon eher, oder? Aus den Skiferien. Lieber Herr Gemeindepräsident Tanner aus Sargans, lieber Herr Stadtpräsident Dürler aus Maienfeld, liebe Landtagsvizepräsidentin, liebe Landtagsabgeordnete, Vorsteherin und Vorsteher, liebe VU-Gemeinderäte und Mandatare, liebe Altpräsidenten und liebe Gäste. Ich begrüße Sie alle hier ganz herzlich im Vaduzer Saal oder an den Bildschirmen im Namen der Vaterländischen Union zum 36. Neujahrstreffen unserer Partei. Zunächst wünsche ich uns allen ein gutes, erfolgreiches und gesundes neues Jahr. Ein Wunsch, der derzeit wohl besonders stark und besonders bedeutsam ist. Wir alle wünschen uns eine baldige Rückkehr zur Normalität. Wir haben alle genug von der Pandemie und den Maßnahmen und wir alle hoffen, dass wir im Jahr 2022 das Ende dieser schwierigen Zeit erleben. Die VU hat sich entschieden, die Veranstaltung trotz der besonderen Umstände und streng konform mit den behördlichen Vorgaben durchzuführen, aber gleichzeitig allen Interessierten auch die Möglichkeit zu geben, via Livestream oder sogar Live-Übertragung auf 1FLTV dabei zu sein. Die Anwesenden bitte ich an dieser Stelle, die 2G-Vorgaben konsequent einzuhalten, die permanente Maskenpflicht zu beachten und auf Neujahrsglückwünsche per Handschlag leider zu verzichten. Aber ein herzlicher Faustschlag dürfte auch nicht weniger viel Glück bringen. Auch das Wechseln zwischen den Tischen bitten wir zu vermeiden und wenn immer möglich am eigenen Sitzplatz zu bleiben. Wir werden ja alle bestens bedient heute. Wir haben auch beschlossen, dass es während der Veranstaltung noch keine Speisen gibt und diese erst nach dem offiziellen Ende der Veranstaltung angeboten werden, damit die Gäste, welche nicht hier essen wollen, zunächst den Saal verlassen können. Ich danke euch allen für das Verständnis, aber die Sicherheit unserer Gäste ist uns wirklich sehr wichtig. Entschuldigen muss ich leider unsere 3 Regierungsmitglieder, die ein paar Tage wohlverdienten Urlaub genießen. Angesichts der sehr anspruchsvollen Zeit, gerade für die Regierung, haben wir natürlich volles Verständnis. Auch weitere Personen haben sich entschuldigt, die ich nicht alle namentlich aufführe. Viele haben uns außerdem mitgeteilt, dass sie sich auf den Livestream mit einem guten Glas Rotwein zu Hause freuen und diesen Livestream gerne nutzen wollen. Das Neujahrstreffen ist eine Veranstaltung mit großer Tradition. Es ist heute eben schon das 36. Neujahrstreffen. Es ist ein überparteiliches Forum, das Gelegenheit zum Gedankenaustausch zu aktuellen Themen und zum gemeinsamen Beginn des neuen Jahres bieten soll. Von Premierministern, Regierungschefs und anderen prominenten ausländischen Regierungsmitgliedern aus nah und fern, zu Größen aus dem Showbusiness und dem Sport, bis zu Künstlern hat dieser Anlass schon Bühne für spannende Gäste, interessante Gespräche und inspirierende Momente geboten. Für dieses Jahr haben wir uns entschieden, nicht in die Ferne zu schweifen, das Gute liegt ja bekanntlich sehr nah, sondern auch nicht die große internationale Politik in den Vordergrund zu rücken, sondern uns auf die kleinste Größe der demokratischen Staatsorganisation zu fokussieren, eben auf die Gemeinde. Die Gemeindepolitik ist uns allen besonders nah. Jeder von uns ist täglich mit ihr konfrontiert, sei es in der täglichen Organisation unseres Lebens, vom Verkehr bis zur Grundversorgung, vor allem mit Wasser, der Entsorgung unseres Abfalls, den vielen sozialen Aktivitäten in unseren Dörfern, dem kirchlichen Leben oder dem Schulwesen mit Kindergärten und Primarschulen, die in der Gemeindeverantwortung stehen. Viele unserer politisch aktiven Bürgerinnen und Bürger haben in der Gemeindepolitik begonnen. Und ich selbst denke immer wieder oft und gerne an meine Zeit im Gemeinderat von Vaduz zurück. Wo sonst kann man so viel direkt und spürbar bewegen wie in der Gemeindepolitik? In einem guten Jahr stehen in Liechtenstein die Gemeindewahlen 2023 an. Die VU möchte diese heutige Veranstaltung sozusagen auch als Startschuss für die Arbeiten zu dieser wichtigen Wahl verstehen. Mit dem heutigen Thema Kommunalpolitik und Bürgerbeteiligung wollen wir alle Gäste und Zuschauer motivieren, sich in die Gemeindepolitik einzubringen, vielleicht sogar als Kandidatin oder Kandidat für die VU oder, wenn es denn sein muss, eine andere Partei. Aber Hauptsache, man engagiert sich, man bringt sich ein, auch auf Gemeindeebene. Nun freue ich mich aber, das Wort an unsere Moderatorin des heutigen Abends,
Daniela Ospelt-Pedrini weiterzugeben. Sie ist nicht nur eine exzellente Moderatorin, wie wir alle wissen, was sie schon öfters bewiesen hat, und übrigens hat sie heute auch noch Geburtstag, das macht es besonders speziell. Herzlichen Glückwunsch, Daniela. Sie ist aber neben alledem eben auch selbst aktive und engagierte VU-Gemeinderätin in Vaduz. Sie spricht also aus Erfahrung und sie weiß genau, von was sie heute Abend spricht, wenn sie die Moderation macht. Sie ist besonders qualifiziert für die heutige Durchführung der Gespräche auf der Bühne. Nun freue ich mich auf diese Gespräche auf der Bühne und Daniela, ich bitte dich als Geburtstagskind heute Abend hier die Show zu übernehmen und ich freue mich natürlich sehr auf die Beiträge unserer Gäste aus der Nachbarschaft. Nochmal ein herzliches Dankeschön an unsere drei Gäste aus der Nachbarschaft, aus St. Gallen, Graubünden und Vorarlberg, die trotz der schwierigen Situation hierher gekommen sind, und ich freue mich, dass wir die Veranstaltung in kleinem Rahmen, aber doch in dieser Form heute durchführen können. Vielen Dank. Ja, guten Abend miteinander, auch von meiner Seite. Hallo miteinander, hier im Vaduz, im Vaduzensaal. Herzlich willkommen. Es freut mich besonders, dass wir uns heute dürfen hier zum traditionellen 36. Neujahrstreffen von der VU einfinden, mit einem ganz spannenden Thema, nämlich Bürgerbeteiligung in der Kommunalpolitik. Und ein Thema, das sehr, sehr viel Material aufweist. Wir haben das im Vorfeld schon ein bisschen herausfinden können. Und ich danke euch aber allen fürs Kommen und ich möchte auch alle Leute am Livestream und am Fernsehen auch herzlich willkommen heißen hier im Vaduz, dass ihr Gäste sind heute im Vaduzensaal. Unsere heutige Referentin kommt aus Österreich, aus dem benachbarten Land, aus Rankweil. Sie ist Bürgermeisterin von der Marktgemeinde Rankweil. Und Rankweil hat doch 12'000 Einwohner, also beachtliche Grösse für uns Liechtensteiner. Und sie wird unser Input-Referat halten zu dem Thema heute. Und nachher werden wir eine Podiumsdiskussion noch haben, zusammen mit Vertretern aus zwei Schweizer Gemeinden, namentlich ist das Meierfeld und Sergans. Und nachher, im zweiten Schritt, werden dann unsere VU-Vorsteherin und unsere VU-Vorsteher vom Liechtenstein auch noch aufs Podium kommen. Und wir werden da unterschiedliche Themen zur Bürgerbeteiligung heute können diskutieren. Zuerst aber zu unserem Input-Referat von der Katharina Wöss-Krall aus Rankweil. Und ich habe ein bisschen recherchiert über dich, Katharina. Du bist jetzt doch schon seit 2019 Bürgermeisterin von der Marktgemeinde Rankweil. Und vorher ist sie 10 Jahre lang Vizebürgermeisterin gewesen. Sie ist in der ÖVP beheimatet und ihr sind die Werte Gesellschaft und Soziales sehr wichtig, das habe ich herausgefunden. Und du legst auch sehr viel Wert auf Bürgerbeteiligung und gerade so das Thema, ich glaube, der Ortskern beschäftigt euch im Moment sehr stark. Ich bin gespannt auf das Input-Referat. Ich denke, wir werden sicher die ein oder andere Neuigkeit hören von Rankweil, die wir so nicht kennen. Und ich bin auch gespannt nachher auf unsere Podiumsdiskussion, wo wir sicher noch die ein oder andere Unterschied anschauen zwischen der Schweiz, Liechtenstein und Österreich. Aber ich würde jetzt dir das Wort übergeben. Bitte schön, Katharina. Ja, vielen Dank für die Einladung zunächst einmal. Es freut mich, dass ich heute bei euch sein darf. Und ich werde uns nachher sagen, ich habe mir eigentlich bewusst beim Vortrag oder bei dem Impulsvortrag jetzt wirklich knapp gehalten, weil ich denke, das Spannende ist sicher nachher auch im Gespräch zum Herausfinden, wie ihr das handhaben. Ich möchte euch ein Beispiel präsentieren, wie wir jetzt gerade eben aktuell eigentlich Ortskernentwicklungsprozess gemacht haben und habe euch auch ein paar Bilder dazu mitgebracht. Ja, also Bürgerbeteiligung ist ein sehr spannendes Thema für Gemeinden. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, um Bürgerinnen und ihre Ideen einzubinden. Und heute, wie gesagt, möchte ich euch als Beispiel der Ortsentwicklungsprozess in Rankweil vorstellen. Vorab ein kleiner Überblick über Rankweil.
Rankweil liegt im Zentrum des Rheintals im Bezirk Feldkirch und wie wir bereits gehört haben, haben wir ca. 12.000 Einwohner und rund 4.600 Haushalte. Es gibt rund 100 Handelsunternehmen mit insgesamt rund 27.000 Quadratmetern Verkaufsfläche und wir sind sozusagen die wirtschaftliche Drehscheibe im Vorderland. Es gibt natürlich das Rathaus, mehrere Schulen, Ärzte sowie zahlreiche Handels- und Einkaufsgeschäfte. Diese befinden sich alle in unmittelbarer Nähe, mitten im Zentrum und da geht auch eine stark frequentierte Hauptverkehrsverbindung durch unseren Ort. Insgesamt beträgt die Fläche ungefähr 22 Quadratkilometer. Wissen Sie, was man unter Genius Loci versteht? Der Begriff bezeichnet die vorherrschende Atmosphäre, den einzigartigen, innewohnenden Charakter eines Ortes. Denn jedem öffentlichen Raum sind Besonderheiten zuteil, die ihn von anderen unterscheiden und ihn unvergleichlich machen. Dies kann ein besonderer Geruch oder eine auffällige Farbe sein, ein Gebäude, aber auch die Geschichte des Ortes. Kurz alles, was Sinne in außergewöhnlicher Weise anregt. Was Rankweil besonders macht, möchte ich Ihnen kurz in ein paar Bildern zeigen. Also wir haben hier ein paar Folien zusammengestellt. Einmal links oben sehen Sie den Liebfrauenberg mit der sogenannten Bergkirche. Vielleicht kennt ja jemand von euch auch Rankweil oder war schon einmal dort. Ist eine Landeswallfahrtskirche. Dann ein paar Eindrücke. Also es gibt den Wochenmarkt, den sehen wir ganz in der Mitte. Jeden Mittwoch findet dieser statt. Oben in der Mitte war einmal ein spezieller Markt, das Querbeet-Festival, als Zeichen für, also man spricht von uns auch im Garten Vorarlbergs. Also wir liegen mittendrin eigentlich im Vorderland im Garten Vorarlbergs. Das war ein spezielles Festival. Und dann oben rechts, das war auch ganz besonders und hat zum Glück noch vor Corona stattgefunden, weil sonst wäre es wahrscheinlich nicht denkbar gewesen. Da hat im Jahre 2019 die Weltgymnastrada bei uns zum zweiten Mal stattgefunden und das war ein wunderbares Fest, eigentlich fast 2-3 Wochen lang bei uns direkt auf dem Marktplatz. Dann gibt es bei uns einen Golfplatz. Unten rechts seht ihr das Rathaus, es ist also mittendrin, direkt am Liebfrauenberg. Und wir haben auch ein Schwimmbad zusammen. Das ist zwar in Sulz gelegen, aber ist ein Schwimmbadverein mit Vorderländer Gemeinden zusammen. Ja, bekannt sind wir auch für unsere Gastfreundschaft. Also ihr seht da oben ein Café, rechts ist ein Eindruck vom Marktplatz. In der Mitte ist auch ein Bild vom Marktplatz. Im Sommer gibt es immer die Filme unter Sternen, ein Open-Air-Kino, das eigentlich landesweit bekannt ist. Hier haben auch schon einige Konzerte stattgefunden, große Open-Airs. Dann links unten auch natürlich verschiedene Handwerksbetriebe, die zum Glück alle oder viele wirklich im Zentrum noch angesiedelt sind. In der Mitte unten auch auf der Rückseite des Marktplatzes gibt es das Café Marktplatz oder Restaurant, das Vinomna Center mit ein paar Geschäften drin. Und für was wir auch sehr bekannt sind, ist die naturnahe Begrünung, was auch, glaube ich, auch bei euch in Liechtenstein und auch in der Schweiz mittlerweile ein großes Thema geworden ist. Da haben wir eigentlich schon wirklich schon jahrelang eigentlich umgestellt, sämtliche öffentlichen Flächen auch naturnah zu begrünen. Ja, um einen solchen Genius Loci zu erschaffen, reicht eine rein kosmetische Korrektur nicht aus. Also hier ein Fahrradstreifen oder dort ein paar Blumenkästen. Es geht vielmehr um Grundsätzliches, um einen Wandel im Denken, welcher die Lebensqualität der Menschen in den Mittelpunkt rückt. Vor einigen Jahren dachte man noch, das Internet bedeutet das Ende für lebendige Orte der Begegnung. Wofür öffentliche Plätze, wo es doch soziale Plattformen gibt? Wozu attraktive Läden bei all den Lieferdiensten? Wofür Kino- und Live-Konzerte bei all den Streams? Aber es kam anders. Gerade im Zeitalter der Digitalisierung steigt der Wert persönlicher Begegnungen
in emotional erlebbaren, mit allen Sinnen wahrnehmbaren Räumen. Aus dieser Grundhaltung heraus haben wir in den vergangenen 2 Jahren gemeinsam mit rund 60 Bürger und Bürgerinnen aller Altersstufen und aller sozialer Gruppen für den Ortskern einen klaren Rahmen gesetzt, welcher zusätzlich zu Architektur und Wirtschaft auch Ökologie und Gesellschaft im Blick hat. Denn in Rankweil haben wir derzeit die historisch einmalige Ausgangslage, dass im Ortskern derzeit rund 20 Bauprojekte in Planung und Vorbereitung sind. Wir haben erkannt, dass es ähnlich wie zur Zeit der Wende ins 20. Jahrhundert nun die Chance gibt, den Ortskern von Rankweil gesamthaft und verantwortungsbewusst zu entwickeln. Es war von Anfang an klar, dass dies nur gemeinsam mit der Bevölkerung geschehen kann, damit die kommenden Maßnahmen auch breit mitgetragen werden. Also ihr seht hier einen Überblick über das Zentrum von Rankweil. Ich möchte jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, weil ich denke, die Inhalte sind für euch wahrscheinlich nicht so interessant. Aber damit ihr einmal seht, es ist also in der Mitte bei SG01 die Liebfrauenkirche, nur als Orientierung, also im vorderen Bereich beim Dunkelroten. Und rundum geht die sogenannte Ringstraße. Aber dieser Straße entlang vorne, das ist also die Hauptverkehrsader, die durch Rankweil durchführt, eine Landesstraße. Und an dieser entlang haben wir halt wie so viele andere Gemeinden auch das Problem, dass immer weniger neue Geschäfte dazukommen, alte ziehen weg oder man findet auch keine Nachfolger mehr. Auch das Gasthaussterben betrifft leider langsam auch bei uns ein. Und so haben wir eben diesen Prozess gestartet. Und hier seht ihr mal einen kurzen Überblick über die einzelnen Ideen, die hier aufgegriffen wurden. Wir haben auch zusammen mit einem Züricher Büro zusammengearbeitet, Intosense, was die Nutzung dann anbelangt. Den Anfang dieser Bürgerbeteiligung machte eine öffentliche Informationsveranstaltung, bei welcher alle Bürgerinnen eingeladen wurden. Also wir haben ganz breit, wir haben wirklich nicht spezielle Gruppen eingeladen, sondern komplett offen eingeladen. Und das erste Bild, das seht ihr da links oben, also der Saal war gerammelt voll. Also man hat gemerkt, das Interesse ist sehr groß an der Mitarbeit. Schlussendlich haben wir dann 4 Workshops durchgeführt. Dazu gab es auch die Möglichkeit, sich für einen regelmäßigen Newsletter anzumelden. Zusätzlich wurde eine Ideenkiste auf der Website eingerichtet. Es wurden Fragebögen zur Ortsentwicklung versendet und Bürgerinnen schrieben über ein Jahr lang Gastbeiträge zur Ortsentwicklung als Vorwort im Gemeindeblatt. Also das Gemeindeblatt ist so ein wöchentlich erscheinendes Informationsmedium, eine Zeitschrift, nicht nur für Rankweil, sondern auch für die gesamten Vorderlandgemeinden. Also das sind 12 Gemeinden bei uns. Selbstverständlich wurde der Prozess begleitet von der klassischen Pressearbeit. Besonders wichtig war uns, sämtliche Unterlagen ungekürzt zur Verfügung zu stellen und stets auch eine Dialogmöglichkeit anzubieten. Also man sieht hier ein paar Eindrücke der Workshops. Begleitet wurde der Workshop, wie gesagt, von einer Firma aus Zürich und auch von 2 Architekten. Also das Hauptaugenmerk war eigentlich für uns die räumliche Entwicklung auch. Also wie sollen neue Gebäude entstehen, wie hoch sollen sie werden, wie sollen sie ausschauen und was soll dann natürlich auch die Nutzung drinnen sein. Essentiell war natürlich für uns in diesem Prozess auch die zeitliche Abfolge von Informationsweitergabe. Insbesondere die Schlüsseleigentümer, also die direkt betroffenen Anrainer, müssen unbedingt immer vor jeder breiten Veröffentlichung informiert werden. Alle Ergebnisse der einzelnen Workshops wurden zudem regelmäßig mit Fachplanern und Politik abgestimmt. Diese Feedbackschleifen sind enorm wichtige Leitplanken für den Erfolg eines solchen Prozesses. Also hier seht ihr einen Überblick.
Links oben haben wir gestartet mit sogenannten G-Sprechen. Also da bieten wir mehrere Termine an mit fachlicher Begleitung. Also hier oben ist auch der Architekt mit dabei, der diesen Prozess begleitet hat. Man geht wirklich die einzelnen Straßen quasi ab und schaut sich das gemeinsam noch einmal mit den interessierten Bürgern an und holt sich auch da wieder das Feedback zurück. Direkt drunter, das ist eben ein Beispiel für so einen Beitrag in dem Gemeindeblatt von einer Bürgerin, die hier ihre Ansichten oder ihre Eindrücke mitgeteilt hat. In der Mitte seht ihr, da haben wir so einen Pavillon aufgestellt, direkt auf dem Marktplatz, jetzt mit dem Ergebnis. Also im Juni haben wir die Ergebnisse dann präsentiert und hier gibt es also die öffentliche Möglichkeit, zu jeder quasi Tages- und Nachtzeit kann man dorthin gehen und sich informieren. Genau, und die anderen Beispiele sind von unserer Homepage. Also da gibt es auch Interviews zum Zwischenstand der Ortskernentwicklung und auch sämtliche anderen Unterlagen wurden hier laufend aktualisiert, dass also die Bürger immer die Möglichkeit hatten, quasi live nachzuschauen, wo ist der Stand, was hat man als letztes gemacht und was sind die weiteren Schritte. Ja, den Abschluss der Planung bildete dann eine rund 90-seitige Fachdokumentation. Also ich habe ein paar Exemplare mitgebracht. Das ist eben das auch einsichtbar auf der Homepage. Also man kann es zwar nicht herunterladen, aber man kann es sich anschauen. Also wer Interesse hat, kann gerne dann eines mitnehmen oder bei Bedarf können wir euch auch einige zukommen lassen. Für die breite Bevölkerung allerdings musste eine deutlich reduzierte Form erstellt werden, weil ein solches Dokument doch sehr fachlich ist. Also für uns, für die Mitarbeiter auf dem Amt und auch für uns politische Vertreter ist es ein extrem wichtiges Dokument. Aber für die einzelnen Bürger, vor allem für solche, die nicht selber beim Prozess dabei waren, ist es dann doch recht schwierig, sich hier einzulesen. Außerdem wurde dann der Inhalt eben, wie hier auf dem Foto ersichtlich, auf dem Marktplatz zugänglich gemacht mit diesem Pavillon und es finden, wie gesagt, diese Gespräche statt. Das sind also geführte öffentliche Rundgänge durch den Ortskern, bei welchen man auch unter Leitung des betreuenden Architekten die Wahrnehmung für den Ort schärfen und auch Fragen stellen kann. Aufgrund der intensiven und durchgängigen Kommunikation ist die Erwartungshaltung der Bevölkerung nun entsprechend groß. Doch wie Sie wohl alle wissen, kann es mitunter Jahre dauern, bis die ersten Bagger auffahren. Sei es aufgrund von Wartezeiten für den Erwerb von Immobilien, Abhängigkeiten von Landesentscheidungen oder auch von privaten Investoren oder Bauherren. Ein Umstand, der laufend erklärt und mitkommuniziert werden muss. Das ist also klar, man startet einen Prozess, die Bürger haben mitgearbeitet und die wollen natürlich sofort irgendwelche Ergebnisse sehen. Das ist allerdings nicht immer so einfach und man muss dann trotzdem eben immer ständig dranbleiben, die Bürger informieren und ihnen auch mitteilen, wo der Zwischenstand ist. Wie ich gerade gesagt habe oder wie ihr vorher auf der Folie gesehen habt mit dem Überblick, es sind natürlich nicht alle Grundstücke in Gemeindehand, da hätten wir es natürlich leichter. Also leichter insofern, dass wir natürlich viel Geld ausgeben müssten, aber wir könnten die Entscheidungen vielleicht auch schneller fällen. Wir haben aber diese sogenannten Schlüsselgrundstückseigentümer, die für uns sehr wichtig sind, frühzeitig auch mit ins Boot geholt, weil die natürlich für uns immens wichtig ist. Also wenn wir es schaffen, sie mit ins Boot zu holen und sie auch davon zu überzeugen, was für die Zukunft für Rankfell, für den Ortskern wichtig ist und vor allem auch, wie die Bürger das sehen, weil es ist ja auch wichtig, dass die Bauherren nicht einfach irgendeine Wohnanlage hinstellen oder irgendein neues Kaufhaus, das vielleicht von den Bürgern gar nicht geschätzt wird oder genutzt wird, dann haben wir schon viel gewonnen. Also, dass wir sie frühzeitig einfach überzeugen können. Ja, um die Planung dann dennoch möglichst rasch umzusetzen, werden wir nun einen sogenannten Ortskernmanager engagieren und regelmäßige Meilensteine, wie beispielsweise einen jährlichen Ortsentwicklungsplan,
einen Ortsentwicklungstag, Entschuldigung, einbauen, wo wir also auch schauen können, dass wir die Bürger immer wieder auf Stand halten können. Dieser Ortskernmanager hat dann auch zur Aufgabe, dass er schaut, dass alles am Laufen bleibt, weil oft ist es ja so, das habe ich mir am Anfang gleich auch mal anhören müssen, ja, jetzt habt ihr ein schönes Papier und jetzt wird es wahrscheinlich in irgendeiner Schublade verschwinden und es wird nichts passieren. Genau das wollen wir ja nicht, das wollen wir alle nicht. Deswegen braucht es jetzt auch eine Person, die dann wirklich jetzt dahinter steht und schaut, dass das Ganze am Laufen bleibt. Außerdem wird eben über alle, auch noch so kleine Projektfortschritte berichtet, um den Bürgern zu zeigen, dass hinter den Kulissen auf Hochtouren gearbeitet wird. Eben vieles, das kennen wir alle auf Gemeindeebene, vieles passiert im Hintergrund und wir schaffen es vielleicht dann nicht immer den Bürgern alles gleich mitzuteilen und sie denken sich, ja, warum ist das noch nicht passiert, warum ist da noch nicht mehr gelaufen. Das ist jetzt unser Versuch, auch hier einfach dran zu bleiben, wie bei vielen anderen Themen auch, möglichst die Bürger immer wieder zu informieren. Und ich bin überzeugt davon, dass Bürgerbeteiligungen in Zukunft immer wichtiger werden. Denn die meisten Orte unserer Größen werden sich aufgrund von wirtschaftlicher und auch demografischer Verschiebungen in den kommenden Jahrzehnten gravierend ändern. Stichwort Ortskernsterben. Diese Entwicklung lässt sich nicht mehr aufhalten, doch sie lässt sich sehr wohl in eine gute, nachhaltige Richtung lenken. Menschen werden immer Interesse daran haben, den eigenen Lebensraum mitzugestalten, egal wie sich Einkaufsverhalten und Altersstrukturen wandeln. Wir werden immer den Wunsch nach sozialen Treffpunkten, Gastronomie, Dienstleistungen und ansprechenden Außenräumen haben. Ich bin daher zuversichtlich, dass wir mit unserem Gesamtkonzept langfristig einen lebenswerten Ortskern mit einer hohen Aufenthaltsqualität schaffen können. Ja, das wären meine Input-Beiträge gewesen für den heutigen Abend. Wie ich schon gesagt habe, wer Interesse hat, also ein paar Exemplare habe ich mitgebracht, aber die Inhalte sind auch auf unserer Homepage abrufbar und ich denke, vielleicht kommen wir nachher auch noch ins Gespräch. Aber ich stehe natürlich auch jetzt für Fragen zur Verfügung, wenn Sie noch Fragen haben. Danke zunächst für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Katharina. Danke. Du darfst gerade da vorne bleiben. Ah, natürlich. Okay. Genau, du gehörst schon zur ersten Runde dazu. Okay. Weil ich denke, wir werden schon ein paar Fragen haben, so ein bisschen, wo man vergleichen kann. Und wir fangen jetzt an, vergleichen zuerst mal mit der Schweiz. Wir haben nämlich zwei Stadt- und Gemeindepräsidenten aus der Schweiz da, aus der Nachbarschaft. Einmal der Heinz Dürrle, der Stadtpräsident von Maienfeld, den ich gerade jetzt hier vorne bitte. Bitte, Heinz. Und der Jörg Tander, der Gemeindepräsident von Sargans, auch eine Nachbargemeinde von uns. Bitte schön. Ja. Hallo miteinander, hier zu Vaduz, bei uns im Saal. Herzlich willkommen. Wir werden jetzt einfach mal so ein bisschen Vergleich anstellen, auch in Bezug auf das Referat von der Katharina Wöss-Krall. Und ich möchte anfangen beim Heinz Dürrle. Du bist Stadtpräsident von Maienfeld. Ich habe vorher erfahren, das habe ich auch nicht gewusst, dass Maienfeld nicht die Grösse von einer Stadt hat, aber historisch bist du Stadtpräsident, darum heisst es Stadt. Und der Heinz Dürrle ist seit 2017 der Stadtpräsident von Maienfeld, gehört der SVP Graubünden an und ich habe ein Statement von dir gelesen, die Stadt muss für einen Bürger da sein und nicht umgekehrt. Und ich möchte jetzt gleich dir die Frage stellen, jetzt hast du das Impulsreferat gehört von der Katharina. Ja, was sind so für dich so Themen, die du aufnimmst, wo du sagst, das leben wir auch oder das läuft bei uns anders? Also was mir sehr aufgefallen ist, ist danke für den Vortrag auch. Mikro. Also was mir aufgefallen ist, dass die Herausforderung auch für die Kommunikation von dem ganz grossen Projekt etwas ist, das auch uns beschäftigt. Und Maienfeld, die es kennen,
Wir haben keine Landesstrasse, wo durch die Städte geht, sondern wir haben eine Kantonsstrasse und haben genau die gleichen Themen. Ich denke, in so ganz auch Aufwertung vom Städtli. Das ist den Leuten extrem wichtig. Wenn man etwas Schönes hat in einem Städtli oder in einem Dorf, dann müssen die Leute immer Sorge haben. Und das beschäftigt uns jetzt gerade auch bei der Teilrevision Ortsplanung zur Zeit. Und in dem Zusammenhang ist mir eben die ganze Kommunikation aufgefallen. Man muss aufpassen, dass man die Erwartungshaltung nicht zu hoch schüren. Ich denke, das habt ihr auch festgestellt. Wir haben im Jahr 2002 das Leitbild gemacht in Meierfeld. Dort haben wir uns Wachstumsziel gesetzt. Wir haben gesagt, maximal 1% wachsen. Das sind die letzten 10 Jahre 18% gewachsen. Und in dem Leitbild ist halt immer alles ein bisschen hoch oben angesiedelt. Und die Erwartungshaltung ist dann, wo sind die konkreten Umsetzungen. Und wie kommt es mir vor, wie auch im Geschäft, manchmal laufen sich so Sachen dann zu Tod, oder? Also man muss dann wieder einen neuen Anlauf nehmen, man muss dem Kind einen neuen Namen geben, man muss wieder ein bisschen Zug reinbringen, aber mit dem so Hauptthema Ortskern hat man natürlich etwas, wo ihr ja, was machen ihr so einen Ortskerntag jedes Jahr dann, ja. Ja, und denke schon, die Leute einbeziehen, ja, aber aufpassen, dass die Erwartungshaltung nicht zu hoch ist. Das habe ich jetzt mitgenommen aus dem Vortrag. Okay, ja, interessant. Jetzt würde ich gerade zum Jörg Tanner kommen. Auch da, herzlich willkommen zu Duz, Jörg. Freut mich, dass du da bist, Gemeindepräsident von Sargans. Das schon seit 10 Jahren, habe ich gelesen. Also du hast jetzt gerade das 10-jährige Jubiläum gehabt. Und du bist auch ein Sarganser. Ich habe über dich gefunden, du siehst, Sargans ist verbindend und eure Bevölkerung ist sehr offen. Auch an die Frage, du hast jetzt das Referat auch gehört, wie siehst du das Thema oder was machen ihr in Sargans jetzt in diesem Bereich? Das ist jetzt schon mehrmals genannt worden, eben wie wichtig dass die Bürgerkommunikation ist. Wir haben früh angefangen, die Leute zu informieren, zu kommunizieren. Und der Heinz hat schon gesagt, das ist so banos, oder? Heute in dieser digitalen, medialen Welt ist ja die Schwierigkeit, wie komme ich am Bürger ran mit den richtigen Informationen. Dann müssen sie auch noch so geschrieben sein, dass es Emotionen weckt. Das kannst du meistens mit Bildern machen. Das hast du gut gemacht, jetzt auch vorher mit den Bildern, die du uns gezeigt hast. Und es muss einfach geschrieben sein, so die Einfachheit. Also nicht das Bürgerdeutsch, das man zum Teil hat. Da ertappe ich mich selber auch etwa, wo ich dann auch muss sagen, ja, versteht denn das der Bürger am Schluss? Das ist die grosse Herausforderung und ich denke auch die Hülle und Fülle, die auf einem reinprallt in dieser Medienwelt und die Geschwindigkeit, die wir auch haben. Ich glaube, das ist etwas, wo wir uns auseinandersetzen müssen, wo ganz wichtig ist, dass wir die einen oder anderen auch nicht abhängen können. Die einen sind vielleicht gerne nicht so im Internet bewandt, die anderen haben keine Zeitung mehr, die sie lesen können. Und wie kommst du denn noch am Bürger ran, dass er es dann eben auch kann mitreden erstens und vielleicht auch seine Inputs bringen. Bei den Prozessen, wo ihr dran sind, alle dran sind, sind wir auch dran, schon seit längerem. Das Ganze hat ja auch ein riesiges Wachstum gehabt und da haben wir die Bürger mal fragen, ja, ist es euch noch wohl? Und dann ist die Antwort zurückgekommen, nein, wir wollen jetzt eigentlich einmal ein bisschen mehr Stillstand, einmal ein bisschen schauen, was ist gut gemacht worden, was ist schlecht gemacht, wo wollen wir hin, wollen wir wirklich qualitativ wachsen. In der letzten Zeit ist man wahrscheinlich eher quantitativ gewachsen und das ist so ein Bewusstsein, das sich sehr wahrscheinlich jetzt auch mit dem Corona etwas geändert hat, wieder ein bisschen zurück zu den Wurzeln, mehr Tradition, mehr das, was man hat, leben. Das ist noch spannend. Jetzt, du bist Mitglied von GLP. Nachhaltigkeit und alle die Themen sind natürlich jetzt bei euch oder ich sage es schon ein bisschen länger wahrscheinlich angesiedelt als in anderen Feldern. Gibt es jetzt Felder gerade in Sargans, wo du jetzt so siehst, da ist die Bürgerbeteiligung viel intensiver oder sind gerade Themen aktuell jetzt in Sargans, wo ja brennend sind oder wo du spürst, da tun jetzt Bürger sich aktiv einbringen? Wir merken es natürlich ganz extrem beim Verkehr. Wenn wir ein Verkehrsthema haben und wir machen eine Informationsveranstaltung, da füllt sich ein Saal. Ohne, dass wir dreimal muss inserieren und sagen, liebe Bürger, kommen bitte. Das ist einfach, das wollen sie wissen, die wollen das gelöst haben. Und dort ist neben die Schwierigkeit der Erwartungen, oder? Weil meistens ist man ja nicht allein mit dem Thema, sondern hat vielleicht noch eine Kantonsstrasse oder eine Bundesstrasse, wie auch immer. Und dann ist es ganz schwierig zu sagen, ja, wir wollen ja eigentlich schon, oder? Aber unser Partner hat vielleicht die Ressourcen nicht oder ist noch nicht gewillt, hat vielleicht auch nicht das Geld und das Personal. Und die Bürger, die erwarten natürlich, dass morgen kommt der Bagger, oder? Und dann sollte er schon super gut dastehen. Ja, Verkehr kennen wir auch im Liechtenstein, haben wir auch so ein ähnliches Thema.
Das Maienfeld, gibt es dort so Themen, die brennend interessieren, wo du spürst, die Bürger sind dort eher aktiv? Ja, jetzt vielleicht gerade im Zusammenhang auch mit Einbezug von Bürgern. Wir haben ja immer noch unsere Gemeindeversammlung und dort hat ja jeder Vorschlagsrecht und dann wird über das abgestimmt. Das ist noch direkte Demokratie, wie ich sie extrem schätze und auch deren Sorge geben. Und dann ist dort auch entstanden, zum Beispiel vom Pumptrack, ist ein Wunsch gewesen. Und dann haben wir das probiert zurückzuspielen und meine Überzeugung ist halt, dass da nicht überall der Staat muss das übernehmen. Und wir haben Philosophie in Maienfeld und haben angefangen, das war im Jahr 2008, haben wir einen Erlebnisspielplatz, ich weiß nicht, kennen ihr die, wo Maienfeld, die Kinder haben, wir glaube die schönste Region, das darf ich sagen. Und das ist wirklich von einem Verein entstanden. Wir haben nicht so schön wie im Liechtenstein, wir haben auch nicht so viel Geld. Aber das ist auf Basis von einem Verein entstanden und ist heute noch eine Vereinslösung. Wir haben auch die ganze Kita-Geschichte, die eigentlich ein gesetzlicher Auftrag ist, haben wir immer noch Verein und haben jetzt auch die Pumptrack-Geschichte können an einem Verein übergeben. Klar, wir haben mitfinanziert, aber ich finde das noch wichtig, dass das Mitmachen auch heisst, dass die Einwohner dann selber Verantwortung übernehmen und wir sind dann der Partner der Seite und unterstützen. Das ist uns extrem wichtig. Okay. Zu dir, Kathrin, jetzt hast du da zwei, drei Sachen gehört. Gibt es Unterschiede, die du jetzt im ersten Moment siehst oder auch weißt? Jetzt Österreich, Schweiz, wo du sagst, das ist anders in der Schweiz, wie bei uns in Österreich. Nein, also gerade das Thema Verkehr, das war bei uns, also ich habe vorhin das Bild gesehen mit dem gerammelt voller Sitzungssaal von deiner Bürger, die Auftaktveranstaltung. Und gegangen ist es eigentlich um ein räumliches Entwicklungskonzept, also sprich eigentlich eben um die Häuser, wie hoch sollen sie sein, weil wir sind auch der Meinung, Nachverdichtung ja, aber maßvoll, also nicht gleich 5 Stockwerke oder Geschosse. Das Hauptthema war Verkehr. Also es war sehr schwierig, zu deinen Bürgern mal zu sagen, es geht jetzt nicht nur um die Straße, die da durchgeht, sondern auch um andere Themen, um Treffpunkte, wie kann man das verbessern, was wenn dafür Nutzungen haben, sondern das Hauptthema ist Verkehr. Also da kann ich ganz, genau dasselbe passiert bei uns auch. Und die Gefahren, auch so wie du vorher gesehen hast, ist die Erwartungshaltung. Man muss wirklich aufpassen, was in dem Papier nachher festgehalten wird. Oder was, natürlich kommt da Wünsche von Fußgängerzone bis ich weiß nicht was. Landesstraße redet immer das Land mit. Also bei einer Gemeindestraße tun wir ja noch viel leichter. Allerdings muss ich dort ja auch meine Leute auch überzeugen, kann auch nicht einfach sagen, so, wir machen jetzt eine Fußgängerzone. Aber wir haben jetzt da zum Beispiel ein paar Fahrradstraßen. Also die ganzen Themen Mobilität sind bei uns ein Riesenthema und auch Thema Nachhaltigkeit, Klimawandel. Also wir haben da angefangen, Klimawandel-Anpassungsstrategie auch mit Bürgerbeteiligung. Allerdings haben wir dort das ein bisschen gezielter gemacht. Also da haben wir wirklich aus verschiedenen Vereinen, Organisationen, also alle, die da irgendwie mit rein spielen, haben wir dort mit ins Boot geholt und haben mit diesen gezielt dann die Workshops gemacht und das erarbeitet. Also ich glaube, man muss sich auch wirklich überlegen, man kann nicht immer alles ganz offen machen. Das birgt auch eine Gefahr dahinter und eine Erwartungshaltung von der Bürger, sondern man muss sich je nach Thema, glaube ich, überlegen, wo macht es Sinn, um die Bürger wie einzubinden. Okay. Jetzt würde ich zum Jörg kommen, weil du bist am längsten der Gemeindepräsident oder in dieser Funktion. Hast jetzt du in den letzten Jahren eine Veränderung gemerkt oder gespürt, wo du sagst, die Leute bringen sich mehr ein oder anders ein? Anders vor allem. Also was vorher viel persönlicher war, im persönlichen Gespräch, auf der Gasse, im Einkaufsladen, wir wurden immer wieder angesprochen, egal wo man gerade dran ist. Und das hat sich ein bisschen verlagert ins E-Mail natürlich. Also es wird viel schneller, sagt es, dass man so plakative Tasten reinkauen und dann hat man es los und dann erwartet man natürlich umgehend eine Antwort. Und das birgt eben auch vor, dass man schnell antwortet, vielleicht auch unüberlegt oder vielleicht nicht ausgreift. Und es gibt wieder eine Frage, also die Schnelllebigkeit, die es jetzt gegeben hat in der letzten Zeit, die spüre ich schon. Und auch eine gewisse, sage jetzt einmal, Aggressivität im E-Mail-Ton, wenn man dem so sagen kann, die ist natürlich auch vorhanden. Und das ist vielleicht auch aufgrund der Situation, wo wir jetzt dran sind, in dieser Corona-Phase, geschuldet. Ich spüre es einfach. Es ist schneller geworden, es ist zum Teil dick aggressiver geworden und die Erwartungshaltung sind sehr hoch, dass wir
wenn es am 8. kommt, am Abend, dass man am 12. die Antwort hat. Okay. Für das sind wir nicht oben, Gemeindepräsidentin und Gemeindepräsidentin. Ja, 24 Stunden genau. Job, oder? Wie ist es bei dir, Heinz? Sind die Maienfelder ein bisschen entspannter? Ja, ich denke, wir haben hier jetzt den Vorteil von überschaubarer Größe als der Gans und Rank, weil mit 3000 finde ich das, probiert man wirklich das Gespräch zu suchen, aber klar, es hat zugenommen, wie der Jörg gesagt hat, die Mail und ja, wir probieren aber wirklich auch das persönliche Gespräch dann zu suchen, ja. Okay, wie ist es in Rankweil? Teilst du die Erfahrungen? Ja, also gerade das mit den E-Mails, ja, das kenne ich, vor allem am liebsten gleich schon die Antwort. Ich habe schon oft gesehen, also mir wäre eigentlich, ich würde mich gerne ein bisschen zurückversetzen, noch in die alte Zeit, wo noch ein Brief normal war, dann hast du einen Brief geschrieben und hast ein paar Tage gehabt, bis man dann wieder eine Antwort zurückgekriegt hat. Also die Erwartungshaltung von der Bürger ist schon immer, wenn sie können und was sagen, dann hätten sie am liebsten gleich eine Antwort und das geht nicht immer gleich, oder? Also natürlich eine Antwort schon, aber halt, ja. Man kann nicht alle Probleme oder Erwartungen immer gleich lösen, oder? Also das ist schon... Ja, wir fördern jetzt natürlich auch mit dem elektronischen Dorfplatz und allem, mit den neuen Medien. Wird, auf der einen Seite will man es und dann ist die Erwartungshaltung, sind wir wieder bei der Erwartungshaltung, auch höher. Gerade sofort schreiben, sofort Antwort. Aber wir haben jetzt zum Beispiel noch einen zweiten Prozess gestartet, schon in einem anderen Quartier. In Brederis, also wenn ihr euch erinnert, vielleicht dort, wo der Golfplatz ist, ist rundum, also ist auch nochmal ein Siedlungsgebiet, ist quasi wie nochmal ein kleines Dorf mit, ich weiß gar nicht, wie viel hat es da drunter, 2000 Einwohner oder so. Und da haben wir auch festgestellt jetzt, da haben 130 Leute haben da mitgemacht, also da war eine extrem hohe Bürgerbeteiligung. Aber da merkt man doch, da ist gerade rausgekommen, dass an vielen Orten fehlen Treffpunkte, also richtige Treffpunkte wieder. Und das habe ich das Gefühl, ist schon jetzt so durch Corona wieder rausgekommen, dass einer da, wo das fehlt, Orte, wo sie angehen können. Also da drüben gibt es keinen Supermarkt mehr, da gibt es keinen Kaffee mehr, da gibt es gar nichts mehr, außer einer Schule und einer Kirche. Und viel mehr passiert da nicht. Und da ist gerade rausgekommen, dass vielen Leuten ein Bedürfnis ist, dass es irgendwo solche Treffpunkte wieder gibt. Okay, super. Ja, danke schön jetzt mal für jetzt, für den Moment. Jetzt möchte ich unsere Vorsteherin und unsere Vorsteher vom Liechtenstein auch noch auf unser Podium bitten, weil wir haben natürlich da auch noch ein paar spannende Themen zum Besprechen. Und ich möchte auch aufs Podium bitten Daniela Erne, sie ist Vorsteherin von Trisa. Dann der Christoph Beck, er ist der Vorsteher von Trisa Berg. Der Rainer Beck, Vorsteher von Planken. Und der Daniel Hilti, der Dienstälteste Vorsteher von Scham. Bitte schön. Ja, und ich möchte bei dir anfangen, Daniela. Du bist seit 2019 Vorsteherin, die erste Vorsteherin von Trisa. Und jetzt hast du einen Haufen Input ja gehört. Einerseits Referat von Katharina, jetzt unsere Diskussion auch mit unseren Schweizer Kollegen. Wo siehst du Gemeinsamkeiten? Was deckt sich mit deinen Erfahrungen? Also bei uns jetzt, ich kann jetzt auch noch von Trisa reden, wir haben es jetzt gerade auch so gehabt, dass wir Raumplanung und Verkehrslichtpläne am Überarbeiten sind, wo wir auch Bürgerbeteiligungen hatten, Workshops gemacht haben, wo sehr gut angekommen sind, um alle Inputs abholen von den Bürgern. Dann haben wir weiterhin unsere Blumenau dürfen öffnen, Sport- und Freizeitpark, wo natürlich ein riesen Hype ist. Weit über Grenzen. Dort haben wir noch alle ins Boot geholt, seien es Verein, seien es Privatpersonen, seien es alte Leute, junge Leute. Also wirklich, dort haben wir probiert, dass wir alle Bürgerinnen und Bürger abholen können. Was uns auch, glaube ich, sehr gut gelungen ist. Ja. Ich würde gerade weitermachen in der Runde mit unserem Vorsteher. Christoph, wo siehst du Parallelen? Was passiert denn bei euch am Berg, so mit der Bürgerbeteiligung? Ja, ich glaube, Parallelen sind bei allen Gemeinden das Gleiche. Wir probieren alle, oder es ist ja unser Job, um die Leute mitzunehmen bei den Entscheidungen, die wir zu treffen haben. Und dort probiert man so die verschiedensten Mittel. Wir sind momentan am Leitbild dran und auch Torstzentrumsentwicklung. Und was immer ein bisschen das Thema ist, man probiert wirklich über verschiedenste Kanäle das zu machen, aber es braucht natürlich ganz gegenüber, was dann annimmt. Also das darf man in der Einbahnstraße und dort ist manchmal halt schon so, dass du einen Haufen engagiert in einer Gemeinde, aber auch von denen, die nicht viel hörst, wenn es dann quasi um die Beteiligung geht. Aber wenn es dann um die Sache und die Abstimmung ist, dann ist es vielleicht wieder eine andere Sache. Und es kann zum Teil relativ schwierig sein, um auch die Meinungsbildung zu einordnen, überhaupt zu sehen, wo man überhaupt ist. Weil manchmal ist es schon, dass die grössere Mehrheit sich nicht so äußert.
und vielleicht aber gleich so kommt, wie man es dann denkt oder gerade anders. Und das ist noch schwierig zu einschätzen manchmal, aber kurzum, ich bin überzeugt über Partizipation, aber welche Wege auch immer, wenn es einen Job zum eins machen mit den Leuten. Denn der Rainer, du bist von unserer kleinsten Gemeinde Vorsteher, von Planken. Auch schon seit einer Weile, seit 2007. Wie ist es denn zu Planken mit diesen paar hundert Einwohnern? Also parallel sind sehr die, dass wir auch viel mit Informationsveranstaltungen machen. Dass wir auch dort eine sehr gute Resonanz haben. Wir haben ja knapp 500 Einwohner. Und je nach Thema kommen ja die Veranstaltungen zwischen 40 und 100 Leute. Und es ist knapp ein guter Fünftel von den Einwohnern, dann sieht man einfach, das Interesse ist. Und es ist eigentlich bei einigen Themen so. Was wir jetzt noch im Vergleich zu der grossen Gemeinde anders machen können, das ist, wir informieren noch relativ viel über Postwurfsendungen. Das heißt, wir haben unser Gemeindelogo, dann schreibt der Vorsteher seinen Text. Und so informiert er den Leuten, weil das geht an alle Haushalte, inklusive Postfächer. Und das wird auch gelesen. Bald etwas kommt, wo das Gemeindelogo drauf ist und da der Vorstellkrabbel unten dran, dann wird das gelesen und so bringen wir die Leute recht gut zu informieren. Also sehr ein persönliches Medium dann doch noch, oder? So eine persönliche Ansprache. Ja, und das, okay. Wie gesagt, das wird gelesen und gibt auch Rückmeldungen. Ja. Spannend. Ich denke, wir sind recht gut unterwegs. Und wir jetzt recht stiefmütterlich noch dran sind, sind gerade die ganzen sozialen Medien, elektronische Medien. Also wir haben nicht irgendwo einen Facebook-Account oder einen Twitter oder einen Instagram. Frisst sind wir eigentlich auch zu klein, weil das muss man ja relativ aktuell halten. Da muss man immer wieder etwas Neues bringen. Sonst schaut sich kein Mensch mehr an. Und frisst haben wir einfach zu wenig Substanz. Das muss man schon sagen. Dann kommen wir noch zum Dienstältesten in der Runde. Daniel, du bist seit 2003 Gemeindevorsteher von Can. Du hast schon Haufen Sachen natürlich miterlebt, auch was Bürgerbeteiligung angeht. Wie läuft das in Can ab? Ja, ihr könnt bei dem Vortrag von der Katharina gerade so ein bisschen die Vergangenheit von der Gemeinde Can durchleben. Wir sind ja mit dem gleichen Problem oder Aufgabenstellung eigentlich da gestanden, der Dorfentwicklung. Das hat aber auch schon vor meiner Zeit angefangen, also in den 90er Jahren, Anfang 90er Jahren. Und jetzt sind wir 2022 und jetzt kann man dann langsam sagen, sind wir so Mitte bis im Ende von dem Prozess. Ich kann nur sagen zu der Katharina, das wird ja mustergültig gemacht. Wir haben das an vielen Orten gleich gemacht. Wichtig ist einfach, dass das, was man sieht, am Schluss so tut. Ein Beispiel vielleicht, wir haben in der ganzen Entwicklung mit dem SL immer gesehen, haben wir wieder ein Restaurant oder einen Kaffee. Das hat man dann auch in dem Sinne noch verwirklicht. Und die schönsten Rückmeldungen sind dort dazugekommen. Sie haben jetzt in Kasse, sie haben nicht nur erzählt davon, sondern sie haben so gemacht. Und von dort her, denke ich, sind die Parallelen genau die gleichen. Was es einfach braucht, ist ein grosses Durchhaltevermögen. Breiter Rücken und sich nicht vom Ziel abbringen. Okay. Jetzt ein Mittel, das wir natürlich hier im Liechtenstein und aber auch in der Schweiz halt haben, ist das ganze Thema rund um Referenden und auch Initiativen. Und das letzte, das sehr bekannte Referendum, das wir ja hatten, hier zu Vaduz, ist das um den Rheindamm gewesen. Sehr hitzig und sehr emotional diskutiert worden. Leserbriefspalten sind da gefüllt worden. Eben, man hat auch Fernsehinterviews und so weiter gegeben. Und das ist halt schon ein Medium bei uns, das schon funktioniert. Oder? Jetzt das mit den Leserbriefen, dort ist Bürgerbeteiligung. Aber das Referendum selber, jetzt eben, das bei uns zu verdutzen, ist dann auch noch ein bisschen merkwürdig zustande gekommen. Ich gebe jetzt dir das Wort, Daniel. Zum Tempo 30 haben wir auch so ein Referendum gehabt. Jetzt, wie hast jetzt du die Bürgerbeteiligung dort empfunden? Also für mich ist das natürlich nicht da. Bürgerbeteiligung im eigentlichen Sinn, für mich persönlich. Dort geht es darum, zum Standpunkt zu klären. Wir haben auch Versammlungen gemacht, sind einigermaßen Leute gekommen. Aber dort ist es nicht, also man hat natürlich versucht, beide Seiten ihre Argumente zu bringen, ist aber ganz, ganz schwierig. Oder bei diesen hochemotionalen Themen, wie es jetzt am Tempo 30 jetzt gerade ist, einmal mindestens bei uns gesehen ist, da ist es eigentlich die Darlegung der Standpunkte gewesen. Und dem sage ich eigentlich nicht Bürgerbeteiligung,
das ist einfach ein Instrument, was es dann braucht oder gibt, wenn es halt ein Referendum gegeben hat. Aber dort, muss ich sagen, meine Erfahrung, dort will eine Aufklärungsarbeit machen, ist da ein Ding der Unmöglichkeit. Okay. Jetzt komme ich zu dir, Daniela. Du hast ja auch so ein schönes Thema gehabt, kürzlich. Das mit diesen Betonpilzen. Ja, würdest du vielleicht dort mal kurz deine Erfahrungen dazu mitteilen? Also, eben, die Leute wollen sich irgendwie schon beteiligen. Sie wollen mitreden über irgendeinen Entscheid, der mal getroffen worden ist im Gemeinderat. Dann wollen sie das halt nicht so. Wie ist das bei dir passiert? Also für mich ist das erste Referendum ein gutes Instrument für die direkte Demokratie. Ist schon gesehen worden heute Abend. Und es ist so gewesen, nach dem Wahlwochenende, der Abstimmungswochenende, ist es natürlich so gewesen, dass wir gesehen haben, jetzt müssen wir etwas tun und die Bürger eingeladen haben, also eigentlich alle Einwohnerinnen und Einwohner von Tresen, zum Miteinander an den Tisch hocken und dann schauen, was sind da die Ideen, was sind Befindlichkeiten und ihnen so abgeholt haben. Und dann haben wir einfach nochmal den Architekt über die Bücher gelassen und es ist sehr gut angekommen, das Treffen der Bürgerbeteiligung. Und aus dem haben wir dann können gewisse Endprodukte finalisieren und den haben wir dann im Gemeinderat entscheiden können. Haben sie aber im Vorab noch einmal den Bürger vorgestellt, um sie endgültig abholen und fragen, ist es okay, passt es so, dass man den weitermachen kann. Und das ist jetzt gelungen, also wir können es weitermachen. Also jetzt ist das auf dem Erfolgsweg. Ist auf dem Erfolgsweg. Man hat gemerkt, indem man die Bürger abgeholt hat, dass sie sagen, es lieber Einwohnerinnen und Einwohner, weil bei uns dürfen alle dabei sein, die zu Dresden wohnen. Und es ist sehr gut angekommen. Okay. Und es sind noch viele Input gekommen, die uns und Lösungsvorschläge, die uns geholfen haben im Finalisieren. Okay. Ja, gut. Dann Rainer, was ist bei euch so das Thema? Ihr habt, glaube ich, morgens etwas mit dem Verkehr gehabt, gell? Ist noch nicht so lange her. Wie ist das für die Bürgerbeteiligung? Verkehrsthemen haben wir eigentlich keine. Kann man so sagen. Wir haben einfach die Höchstgeschwindigkeit beibehalten wollen mit 40. Das Land hat das nicht wollen. Und wir sind halt sozusagen Gallier im Land und haben dann das da wieder durchgesteuert. Am Schluss dank am Landtag, wo da wohlweislich und besonnen die Entscheidung gefällt hat. Wir haben ein Thema gehabt, als Beispiel, was mit dem Referendum, was ein Gasthausprojekt angeht. Wir haben von 2007 bis 2012 ein Gasthausprojekt entwickelt. Wir haben alle Jahre eine Informationsarbeit gehabt, wo wir die Leute bestens informiert haben, wo wir ihre Inputs aufgenommen haben. Wir haben eine freiwillige Umfrage gemacht zum Ganzen, bei allen erwachsenen Einwohnerinnen und Einwohnern. Im Gemeinderat haben wir 17 Beschlüsse gefällt, 15 davon einstimmig zu dem ganzen Thema. Und was passiert? Es gibt ein Referendum zum Kredit und das Volk sieht mit 60% Nein. Jetzt, was soll man da davon halten? Das als Beispiel zum Referendum. Jetzt ist es so, das ist jetzt knapp 10 Jahre her. Jetzt haben wir im Sommer, letztes Jahr, haben wir ein Pop-up-Restaurant geplant gehabt. Das heißt, so befristet ist da ein Wagen da gestanden, wo gewartet hat im Sommer. Und jetzt kommt das ganze Gasthausbedürfnis wieder nach. Jetzt haben wir schon die erste Beschlüsse im Gemeinderat gehabt, eine freiwillige Umfrage gemacht, wo ganz klar sieht, man will das. Jetzt bin ich noch gespannt, wie es dann am Schluss rauskommt, wie wir jetzt wieder da mit Engagement dahinter gehen. Weil vorher ist bezeichnend ein sozialer Treffpunkt gefallen. Das fehlt bei uns auch. Also das fehlt bei uns. Wir haben keine Wirtschaft mehr, wir haben keinen Laden mehr. Wir haben einfach nur, was vorher gesehen worden ist, eine Schule und eine Kirche. Und so sind wir an und für sich keine Begegnungsstätte mehr. Und darum, warum wir als Gemeinde das vorantreiben müssen, weil das private Engagement nicht da ist, dass wir halt für die Gemeinde etwas machen. Okay. Ja, und dann Christoph am Berg da oben. Bei euch ist alles chillig, entspannt, wahrscheinlich nicht, oder? Momentan schneit es wieder, ist gut. Die Skigebiete haben Freude. Nein, wir haben auch schon ein, zwei Referenden erleben dürfen. BGZ ist das Gebäude, das verkaufen wollte, ist der Gemeinderat. Da hat es mir auch einstimmig dafür gesehen, Volk anders gesehen. Das Referendum ist sicher eines der wichtigsten Mittel, die man in der Demokratie hat. Aber es bedarf natürlich auch viel Informationen, zwar von den Seiten, die auch etwas ändern wollen. Hat man irgendwann das Gefühl, wenn man so
einstimmigen Gemeinderatsentscheid hat, dass dann vielleicht eins auf das Volk auch übrig angehört, ist nicht immer so. Eins hat vielleicht, aber da tut man vielleicht falsch kommunizieren oder zu wenig gewesen. Also nicht der Fehler, muss man bei sich selber suchen, sicher nicht bei anderen. Wir werden nächstes Jahr über das Dorfzentrum im Berg abstimmen, dass man auch dort zu einer Entscheidung kommt, wie es weitergeht. Weil das Mindeste, was man auch hat, ist, wenn man keine Entscheidung hat, manchmal ist das ein Ja oder ein Nein gut, das muss einfach entscheidet werden, dass man dann weitergehen kann, das ist das Allerwichtigste. Und eitel Sonnenschein ist bei uns schon nicht alles, aber ich fühle mich relativ wohl im Berg. Das ist gut. Gut. Jetzt komme ich zu unseren Gästen wieder. Jetzt haben wir ein bisschen Eindruck bekommen, so bei uns läuft es. Also es ist schon so, eben, Verkehr ist halt auch ein Thema. Nehmen ihr das wahr jetzt so in der Nachbargemeinde, jetzt unsere Referenden jetzt als Beispiel, oder wie sie diskutiert werden, eben wie der Zeitiger mit den Leserbriefen und so, auch im Fernsehen kommt dann so das auf. Nehmen ihr das wahr oder interessiert es euch und was interessiert euch da? Vielleicht Katharina? Also so im Detail muss ich sagen, ist mir nicht bekannt, ne? Was ich schon mitkriege, ist, dass es etwas Typisches in dem Fall von meinen Nachbarn ist, also sei es bei euch jetzt oder in der Schweiz, dass mehr eben so Befragungen dann sind, oder? Das ist eigentlich bei uns nicht wirklich, das macht man eigentlich bei uns, sage ich eher im Notfall irgendwie nur. Also es ist jetzt nicht, natürlich wäre es manchmal hilfreich, wenn man gleich die Leute fragt, oder? Ab und zu denke ich mir, wäre es gescheiter. Also Schweizer machen da oft auch bundesweit, oder? Da gibt es eine Frage, Abstimmung am Wochenende und dann weiß man, ist ja oder nein. Bei uns ist halt immer, da guckt man immer irgendwie so um, habe ich das Gefühl, oder? Glaube ich, wäre vielleicht manchmal ganz gut. Was ich jetzt weiß, gerade bei uns in der Gemeinde hat man das letzte Mal in der, ich weiß gar nicht, 80er Jahre, 90er Jahre, also ich bin da noch ganz jung, ich kann mich auch noch schwach erinnern, dass man dort auch mal, ist einmal darum gegangen, um gerade Verkehr, um eine Straßenverbindung und dort hat es damals geheißen, nein. Oder ist rausgekommen, nein, Mehrheit sagt, nein, die wollen wir nicht ausbauen, die Straße. Obwohl man damals allen Bürgern, die dort ein Grundstück gekauft hat, schon gesehen hat, da kommt dann einmal die breite Straße und die Verbindungsstraße. Und das höre ich heute noch. Also wenn ich jetzt sage, und wir merken eigentlich im Straßen- und Wegekonzept, wo wir jetzt gerade dran sind, das wäre eine sehr wichtige Verbindung. Gerade bei uns fahren ganz viele durch in die andere Gemeinde, ins Vorderland. Und dort könnte man gut quasi Abkürzung machen. Ah, das kann man den Bürger doch da jetzt nicht atmen. Und da ist jetzt Wohngebiet. Und da hat man ja mal abgestimmt, das kannst du nicht, das kriegst du nur mal weg, so quasi, oder? Also wenn so gezielte Themen dann da befragt hast oder so ganz was Spezielles, hast du das Gefühl, du bringst es nur mal weg oder du müsstest wahrscheinlich jetzt wieder eine Befragung machen, ich weiß es nicht. Okay. Aber das ist, finde ich, eher speziell bei euch, also man kriegt es dann so schon ein bisschen mit irgendwie, finde ich spannend, ja. Ja. Wir nehmen das Maienfelder wahr, also einmal über Luzern steigt, dann... Ja, also eben, wir grenzen am Maienfeld, grenzen ans Liechtenstein, wir teilen ja den höchsten Berg mit euch. Und mit Balzer sind wir zusammen in dieser Waffenplatzkommission. Man kriegt schon mit, wenn ihr wieder so ein Referendum habt. Und es interessiert uns auch. Wir kennen nur die Systematik nicht so, aus dem Grund, wo du gesagt hast. Bei uns ist es eine Gemeindeversammlung, wird es entschieden, dann ist es gegessen. Und ja oder nein. Und dann, ja, es ist so. Aber man kriegt schon mit. Ja, das Organse merken auch, wie so etwas. Ja, das ist ganz wichtig. Also ich schaue natürlich schon, was im Liechtenstein passiert. Sechs Jahre im Aglo-Programm, wo wir als Anrainer dabei sind, ist auch wichtig, oder? Wenn man die Mobilität anschaut, wie entwickelt sich bei euch der Verkehr, hat die Auswirkungen bei uns zum Beispiel auf den Bahnhof oder eben auch auf das Drehkreuz. Ich glaube, das ist schon sehr wichtig, was wir machen. Aber wir haben jetzt auch wieder den Fokus Verkehr, oder? Es gibt ja ganz andere Themen, wo wir raus sicher gut miteinander zusammenarbeiten, voneinander abhängig sind, sei es die Wirtschaft, sei es Gesundheit, was auch immer dazu kommt. Ich glaube, da ist die Zusammenarbeit zwischen der Schweizer Gemeinde oder auch eben Österreich und dem Land Liechtenstein sehr wichtig und sollte man unbedingt aufrechterhalten, vielleicht sogar noch intensiver machen, wenn das notwendig ist oder wenn man gewisse Themen hat, wo man miteinander sollte und dürfte besprechen. Also wir schauen sehr wohl, was im Land Liechtenstein passiert. Aber die Abstimmung flach natürlich hat jetzt uns enttäuscht auch ein bisschen, oder, dass das entstanden ist. Wir sehen aber nicht so genau in die Tiefe, warum das so entstanden ist. Für uns wäre es klar gewesen, dass es kommt. Oder? Also, dann muss man natürlich näher bei den Bürgern sein, dass man es dann auch versteht. Also so weit hinein sieht man natürlich nicht. Ja, genau. Eben, dort hätten wir schon wieder das nächste Verkehrsthema gehabt, genau. Das bei uns da diskutiert worden ist.
komme ich wieder zu euch und da vielleicht der Rainer und der Christoph, wir sind selber im Landtag ja gewesen. Wie ist denn so in dieser Ebene Zusammenarbeit mit dem Land, jetzt was Bürgerbeteiligung oder so die Prozesse angeht? Wie seht ihr das? Ja, ich bin dort im Landtag und gleichzeitig auch noch Gemeindevorsteher. Also jetzt haben sie eine ganz gute Kombination gefunden. Recht zeitintensiv gewesen, aber Zusammenarbeit, also Landtag ist schon auf eine andere Ebene. Dort ist die Bürgerbeteiligung nicht so hoch angesiedelt, sondern dort ist man Gesetzgeber, man macht dort andere Sachen. Kommt aber natürlich durch Größe und Kleinheit vom Land gleich relativ gut und schnell Input mit rüber. Und vor allem ist die Beteiligung der Bürger sicher auch gleich direkt, weil man den Landtagsabgeordneten ja kennt und auch immer genau weiß, wie man, wo man anspricht oder was man treffen kann. Das ist aber das wird auch geschätzt, das muss ich auch sagen. Wenn ein Politiker, ob Vorsteher oder im Landtag, muss ja, er lebt ja von den Leuten und für die Leute, er muss ja auf den Input von ihnen angewiesen sein und ist ja froh, wenn er es rüberkommt. Oder? Also das will man ja. Bei dir auch einer, ja. Von mir aus hat es nicht wenig Berührungspunkte gegeben. Es hat ein paar gegeben, aber von mir aus hat es wenig. Wo ich aber schon Mühe habe, manchmal von Gemeinde aus mit dem Land, also nicht weniger mit dem Landtag, aber eher mit der Regierung. Kann nur ein Beispiel geben, wie wir beispielsweise einen Gemeinderichtplan verabschieden und die Regierung genehmigt hat, dass noch Tempo wieder hergehen und einfach dagegen tun. Dort habe ich aber schon größte Mühe. Muss ich schon sagen. Und da gibt es ein ganz spezielles Amt, ich sage jetzt den Namen nicht, die meisten hören es wissen. Ist einfach schon schwierig, manchmal, um dann einfach etwas Fürsche zu bringen. Oder wenn einmal die Regierung so etwas ansieht, meine ich, sollte der Unterbau sollte dann eigentlich schon mit funktionieren. Aha, gut. Dann so die letzte Frage noch in die Runde rein, wollte ich beim Daniel gerade aussen anfangen. Wo siehst du am meisten Chancen bei der Bürgerbeteiligung und was sind die Risiken jetzt aus deiner Sicht? Vielleicht aus deiner Erfahrung, die du gemacht hast. Ja, die Chancen, die grössten Chancen sind sicher die Ideen, die man dort überkommt. Bürgerbeteiligung dann öffnen. Man kommt ein bisschen mehr über wie das, was man halt selber im Alltag und mit seinen Leuten hat. Aber ich denke, es ist einmal sicher das Beste daraus, oder das Wichtigste. Und die Gefahr ist heute schon zwei, dreimal gesehen. Man verspricht viel, kann es nicht halten. Kommunikation ist sehr, sehr herausfordernd. Aber insgesamt, denke ich, ist es ein sehr gutes Mittel, um ja, eine Richtung von einer Gemeinde zu bestimmen und einen Weg zu gehen. Mhm. Rainer, aus deiner Sicht, wo gibt's wirklich, oder was sind so wirklich die Stärken von dem Ganzen aus dem Bürgerbeteiligungsprozess? Eben bei euch in Blanken erlebst du es ja wirklich hautnah. Genau, ich habe es vorher gesagt, wir haben wirklich ein hohes Interesse von den Leuten. An vielen Themen. Und sie kommen vor, sie melden sich hoch, sie bringen sie hin. Wir haben jetzt weniger E-Mail, als es vorher genannt worden ist, mit vielleicht aggressivem Ton, wie wir die Leute dann gerade noch haben. Oder kann her, unangemeldet. Und dann würde ich dann schon etwas rein. Aber ich denke, es ist schon richtig, es ist ein direkter Weg, es ist ein kurzer Weg bei uns zu Blanken und es soll so also beibehalten werden. Für mich passt das so. Christoph von Berg, würdest du etwas verändern wollen oder mehr Bürgerbeteiligung? Weil wenn möglich, ich war mal einem Workshop gesehen, im Gamander, Schade unten bei -4 Grad, ist referiert worden und dort ist nicht isoliert ans Gebäude, wenn man Partizipation mit den Bürgern, also Bürgerbeteiligung verbessern können. Also wenn jemand, wenn das Gebäude geht bei -4 Grad, kann hören, wie es verbessert werden kann, dann musst du nicht überzeugen, auch nicht kommen, sowieso. Oder? Mhm. Wichtig ist, wie die anderen Leute, die schwieriger zu überzeugen sind, in einer Gemeindeversammlung oder auf so einer Bürgerbeteiligung mitzumachen oder sich äußern, zu überzeugen können. Dort ist eher schwierig und dort sucht man über alle die Kanäle, wo man hat, Möglichkeiten, wie es am besten geht und nimmt sie auf. Und ich wünsche, glaube ich, funktioniert aber schon recht direkt. Also man muss nicht für jedes Projekt eine spezielle Bürgerbeteiligung aufrufen, sondern die Leute melden sich schon, wenn sie das haben. Und dann ist es eigentlich interaktiv. Also es ist eigentlich ganz gut, wie es ist. Das Dresse, eben, du hast jetzt deine Erfahrung auch schon können machen. Wie sieht es für dich aus? Mehr oder lieber weniger? Nein, also ich sage auch, dass zu viel gibt es überhaupt nicht. Für die einen ist es immer noch zu wenig, wenn man sieht, jetzt ist es genug.
weil die anderen wollen immer mehr. Und ich finde einfach das Miteinander und die Leute einbeziehen und mitreden lassen, finde ich sehr wichtig, dass man auf Würsche kommt. Und es ist für mich das Wichtigste. Es ist, das andere ist eigentlich alles schon gesehen worden. Für mich ist es einfach auch schön, dass die Bürgernähe da ist, mehr kurze Wege. Die Leute trauen auf einem zukommen, trauen gewisse Sachen vielleicht sagen, wo sie, wenn es grösser ist und wenn man anonymer ist, wo sie es nicht platzieren trauen und es trauen sie bei uns. Und das finde ich sehr vorteilhaft, ja. Okay. Ist ja ganz Chancen, Risiken? Also die Chance ist, glaube ich, die, dass wir schauen müssen, dass wir mit den richtigen Kommunikationsmitteln zu einem gewissen Thema, es muss nicht immer umfassend sein, sondern eben, dass man sagt, es gibt eine Einwirkungsplattform, wo man sagt, für die Raumplanung, dort ist es sehr wichtig, oder, dass man alle Kanäle abholt. Aber wenn man jetzt irgendwo einen Strassengraben aufmacht, dann muss das jetzt nicht umfassend medial aufgebaut werden. Ich kann das vielleicht via Facebook einen kleinen Post machen und sagen, du, da tun wir jetzt die Strasse offen, das genügt eigentlich schon, ist der Bürger zufrieden. Ich sage immer, das Wichtigste ist, dass wir auch handeln können als Politikerinnen und Politiker, wenn die Leute uns melden, was sie stört und nicht einfach Faust im Sack machen. Ich glaube, auch wenn von den Bürgern Retour kommt, was ihre Wünsche, Anliegen sind und das nicht einfach untereinander im stillen Kämmerchen miteinander diskutieren, sondern eben preisgeben, was sie wollen haben für uns, dann können wir auch handeln. Und dann tun wir auch handeln, da bin ich überzeugt davon. Okay, ja. Heinz, bei dir zu Meierfeld, mehr oder weniger? Nein, ich sehe es wie der Jörg, vor allem, ich denke, die Offenheit oder die Information, die wir jetzt x-mal diskutiert haben, oder Kommunikation, sie muss einfach ehrlich sein und sogenannt empfängergerecht. Das heisst, die Leute haben alle Informationen zu gut, aber man sollte nicht alle auf einmal geben, sondern man muss halt eine gescheite Zusammenfassung machen und dann können sie dann das Detail, wenn jemand will, kann er alles anschauen. Und das ist ein bisschen auch ja, Kunst für Kommunikation. Dass die Leute das auch spüren, wir wollen ihnen geben, wir wollen es auch nicht eben falsche Erwartungshaltung schüren oder wir wollen einfach offen sein. Ja. Und Katharina, du hast jetzt das Schlusswort in der Runde. Du hast angefangen mit dem Input-Referat und hast jetzt das Schlusswort, auch an die Frage. Würdest du dir jetzt für Rankweil, weil ihr habt ja das mit dem Referendum und so, das haben wir ja nicht, würdest du dir das auch wünschen oder sagst du, es ist okay, so wie es ist? Ich glaube, es ist im Moment ganz okay so. Also vielleicht in einzelnen Themen könnte man es schon vorstellen, dass man es vielleicht einmal in die Richtung probieren könnte. Ich glaube auch so, wie du vorher gesagt hast, das Miteinander ist für mich einfach auch wichtig, oder? Oder auch, dass die Bürger wissen, eben, man entscheidet nicht irgendwo im Kämmerle dahinter, oder? Weil wir sind ja gewählt und wir machen das jetzt einfach und fertig und fahren da drüber, sondern dass man die Bürger, je nachdem wie es geht, nach Möglichkeit mit einbezieht oder auch informiert, oder? Also vorher gehört Postwurfsendungen, machen wir natürlich auch und kommt, glaube ich, echt auf das Thema einfach drauf an. Was jetzt vorher vielleicht noch nicht gesehen habe, oder was mir jetzt noch wichtig ist eben wo verwische ich wen irgendwie, oder? Was bei uns ganz spannend war, ist, uns haben die Jugendlichen gefehlt. Wir haben aber auch nicht gewusst, wie können wir das für die spannend machen, um da mitzuschaffen. Aber ich denke, genau das wäre eigentlich eine Zielgruppe. Wenn wir jetzt einen Ort entwickeln, in 10, 15 Jahren haben die Familie, Kind, oder? Im Moment denken sie, ja, passt eh. Oder klar, einmal haben wir dann einen Workshop gemacht, dann kommt, ja, wir wollen Hallenbad, Pumptrack, ich weiß nicht, halt alle möglichen Sachen, wo sich die Jugendlichen halt wünschen, oder McDonalds, oder ich weiß nicht was, wo man denkt, es ist viel in der Region schon da, oder? Also das ist auch etwas, was mir auch wichtig ist, miteinander, bei uns jetzt eher in die andere Richtung, jetzt nicht so zu euch her, aber mit der anderen Gemeinde zusammen, und ich glaube, das ist etwas, was ganz wichtig ist für die Zukunft, dass wir mehr auch miteinander schauen. Wie können wir die Bürger, gerade jetzt haben wir den Klimawandel gestartet, das machen wir jetzt gemeinsam in der Region mit den 12 Gemeinden, wie können wir die Bürger dort mit einbinden und sie einfach abholen und ihnen aber auch die Informationen, die sie brauchen, auch geben, damit für uns auch eine gute Akzeptanz dann noch ist, oder? Und gerade bei Großprojekten finde ich es extrem wichtig, dass man sie auch davor einfach informiert. Natürlich haben wir die gewählten Gemeindevertreter, bei uns gibt es dann die Gemeindevertretungsbeschlüsse, das gilt auch. Aber ich finde es wichtig, nicht einfach nur drüber fahren, sondern auch die Leute zu informieren. Genau. Also ich denke, so als Fazit kann man sicher sagen, dass eben Bürgerbeteiligung ist essentiell ist.
je offener und transparenter man kommuniziert, desto mehr schafft man natürlich Vertrauen in die Einwohnerinnen und Einwohner. Und ich denke, so kann man dann auch erfolgreich sein, oder? In dieser Funktion, die ihr habt. Und ich würde das gerne jetzt für unsere Runde als Schlusswort nehmen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle, dass ihr da gewesen seid. Und ja, ich würde jetzt das Wort wieder dem Thomas Zweifelhofer übergeben. Und ich würde mich an dieser Stelle bei Ihnen verabschieden. Jetzt von unserer Runde. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke auch für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, die online dabei gewesen sind. Ihnen allen noch einen schönen Abend. Ciao miteinander und Thomas, bitteschön. Ja, liebe Gäste, sehr interessant gewesen. Daniela, vielen Dank für die tolle Moderation und vor allem allen Gästen, die auf dem Podium gewesen sind, unseren Nachbarn, aber auch den Kollegen aus unserer eigenen Partei, den vier Vorsteherinnen und Vorsteher. Vielen Dank für die wirklich interessanten Einsichten. Ich möchte vorhin versuchen, eine Art jetzt die wesentlichen Punkte zusammenzufassen. Zuerst noch mal richtig offiziell auch Danke sagen. Und bitte jetzt der Michael Winkler, unseren Generalsekretär, und Janine Schädler, unsere Parteiadministratorin, mich zu unterstützen und unsere Geschenke direkt zu übergeben. Zuerst vielleicht an unseren Gästen. Wir fangen natürlich mit der Dame an, mit der Katharina Wüst-Krall, die das Input-Referat hat. Vielen Dank, Katharina, für das spannende Referat, wo auch wirklich auch visualisiert war, so wie man es heute eben macht. Nicht eine Textfolie mit 100 Sätzen und Buchstaben, sondern mit Bildern, die Emotionen wecken. Also ist vorbildlich und sehr inspirierend gewesen. Vielen Dank für deinen Beitrag heute Abend. Dann aber auch ein herzliches Danke unseren zwei Gästen von Ennetem Rhein, unseren beiden Gemeinde- oder Stadtpräsidenten aus der Nachbarschaft von der Schweiz, aus dem St. Gallischen und aus dem Graubündnerischen, Jörg Danner und Heinz Dürler. Herzlichen Dank euch beiden auch für die spannenden Inputs. Ich komme dann auf ein, zwei Punkte nachher noch kurz zu reden. Vielen Dank, dass ihr den Weg gefunden habt, trotz Corona und allen anderen Situationen, Viertig und so weiter, dass ihr heute da sind. Vielen Dank, dass ihr die Einladung angenommen habt. Und ich möchte noch betonen, der Jörg Danner ist wirklich last minute ganz spontan eingesprungen, weil der Gemeindepräsident von Buchs kurzfristig abgesehen hat. Der Jörg hat am Telefon innerhalb von 2 Minuten gesagt, ja klar, springe ich, mache ich sofort, kein Problem. Also ist sehr, sehr spontan, sehr flexibel gewesen. Danke vielmals. Ein spezielles Dankeschön natürlich unserem Geburtstagskind, unserer Gemeinderätin aus Vaduz und Moderatorin, der Daniela Ospel-Pedrini, die das wie gewohnt souverän und gekonnt moderiert hat. Und was man eben nicht merkt, und ist eigentlich gut, wenn man es nicht merkt, sie hat sehr viel Zeit investiert in die Vorbereitung. Wir haben von der Parteizentrale aus von ihr ein Drehbuch bekommen mit Fragen, mit einem ganzen Plan, wie das laufen soll, hat sich das alles durchgedacht und vorbereitet. Sehr professionell, wirklich toll gewesen. Danke vielmals, Daniela. Dann möchte ich weitermachen mit unseren vier Vorsteher und Vorsteherin von der Liechtensteiner Seite, von der VU, mit der Daniela Erne von Tresen, mit dem Rainer Beck von Planken, mit dem Daniel Hilti von Scham und Christoph Beck von Tresenberg. Vielen Dank, dass wir auch heute da sind und heute auf der Bühne eure wertvollen Erfahrungen mit uns teilt haben.
Und natürlich sind wir alle gespannt, wie es weitergeht bei unseren Vorsteher- und Vorsteherkandidaten. Beim Rainer Beck wissen wir schon, bei den anderen ist die Spannung noch ein bisschen da. Wir wollen die Spannung heute Abend noch nicht auflösen. Aber natürlich sind wir alle als Rote und als Fauler gespannt, ob die anderen drei sich dann auch noch entscheiden und wie sie sich entscheiden, wie wir in die Gemeinswahlen 2023 hingehen. Aber ich bin froh, dass wir mit dem Rainer schon einen Gallier haben, der sich bereits geoutet hat und als Vorsteherkandidat wieder zur Verfügung steht. An dieser Stelle danke, Rainer, dass du die Vorhut gewesen bist und vorprescht bist und das als Erster bekannt hast. Hat uns als Partei natürlich besonders gefreut. Danke. Dann möchte ich auch noch das Dank abrunden mit dem Michael Winkler und der Janine Schädler, unserem Generalsekretär und der Parteiadministratorin. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei euch beiden bedanken. Es ist jetzt wirklich ein bisschen nervenaufreibend gewesen, das Neujahrstreffen. Corona hin und her, sollen wir es machen, sollen wir es nicht machen, sollen wir es nur live machen, sollen wir gleich im Saal etwas machen, wie dekorieren wir, wie stuhlen wir. Es ist eine schwierige Zeit zum Veranstaltungen planen und dann auch durchführen. Ihr habt Nerven bewiesen, ihr habt Nerven behalten, wir haben es durchgeführt und ich glaube, es ist eine gute Entscheidung gewesen. Und ich möchte mich einfach bei euch für den tollen Einsatz, für die ganze Vorbereitung von dem schönen Neujahrstreffen herzlich bedanken. Danke vielmals. Ebenfalls danke möchte ich noch der Technik, die heute Abend das professionell vorbereitet und durchgeführt hat und natürlich den Medien, die da gewesen sind und hoffentlich möglichst positiv über das Treffen auch berichten. Und auch EinzelfeldTV möchte ich dankend erwähnen, wo die Live-Übertragung im Fernsehen gewährleistet hat. Vielen Dank. Abschließend möchte ich vielleicht ein paar Sachen zusammenfassen, noch was mir geblieben ist. Ich habe einen Haufen aufgeschrieben. Meine Frau hat vorhin zu mir am Tisch gesagt, das willst du jetzt aber nicht alles noch einmal vortragen. Nein. Keine Angst, Schatz, das tue ich nicht. Aber ich will doch die wichtigsten Punkte einfach nochmal zusammenfassen, weil es einfach wirklich ein guter Input ist für uns als Partei, auch für unsere kommenden Überlegungen, was der Wahlkampf angeht im 2022 jetzt, wo wir eben starten in die Arbeit für die Gemeindewahlen 2023. Ich glaube, ganz einen tollen Anfang und ganz eine gute Aussage hat mich gedacht von der Katharina, ist, dass man ein genuines Loki erschaffen soll. Also ein Spirit, sieht man auf Neudeutsch, oder? Oder eben ein guter Geist oder eine gute Atmosphäre in einem Dorf, in einer Gemeinde, in einer Stadt. Und ich glaube, es ist eine Kernaufgabe vom Vorsteher, vom Bürgermeister oder vom Gemeindepräsidenten, wie man es immer auch nennen mag, zusammen mit dem Team, mit der Gemeinde, mit der Gemeinde Röth, mit der Stadt Röth und natürlich eben auch mit der Bevölkerung, dass man gemeinsam eben so eine Atmosphäre schafft in einem Dorf und da kann man auch wahnsinnig viel bewegen und verändern. Mir fällt, wenn ich so Themen denke, immer zuerst ganz spontan Schani oder wie Schan die letzten 20, 30 Jahre ganz gezielt, und der Daniel Hilt jetzt erwähnt, oder es hat in den 90er Jahren angefangen, hat. Ich kann mich erinnern, als ich noch Architekturpraktikant war, bin ich schon in einem Büro. Es war ja auch Anfang der 90er Jahre, habe ich noch mit Dusch und Rasierklingen Duschpläne kratzen, wo es um Raumplanung schon angegangen ist. Da hat man eine Straße durch ein Quartier durch, hat man Häuser wegkratzen. Und ich habe noch gedacht, für mich so, die Häuser, die ich hier auf dem Plan wegkratzen und eine Straße nachher reinzeichne, da wird eine Straße gebaut, da kommen neue Häuser her. Es war ja Anfang der 90er Jahre, habe ich selber so erlebt. Und jetzt fahre ich durch Schau und die Straße, die ich als Student und Praktikant habe, umkratzen können, auf einem alten Plan von Schaan. Heute stehen die Häuser und ist die Straße dort. Und Schaan hat sich wahnsinnig entwickelt. Und wenn man die Langfristigkeit von dieser Planung sieht, ist es schon beeindruckend, wie wichtig es ist, auch die Bürger eben auch mitzunehmen, die Leute mitzunehmen, die Bevölkerung mitzunehmen, damit man die Ziele eben auch erreicht. Ortskernmanager ist mir auch geblieben, Katharina, von deinem Vortrag. Ich habe Daniel vorher noch schnell gefragt, ob er einen Ortskernmanager hat. Und dann hat er so ein bisschen die Augen vertreibt. Und ich glaube, er hat sagen wollen, es bin ich selber. Ich glaube, der Daniel ist ein bisschen der Ortskernmanager, aber mit viel Erfolg. Und jetzt ist ja die Erntezeit, wenn man schaut, was dort alles passiert ist. Und ich möchte aber auch die anderen Gemeinden nicht auslassen. Blanken, was der Rainer geschaffen hat, Stichwort Friedhof, Stichwort Weiterentwicklung vom Dorf. Was Daniela in dieser kurzen Zeit, wo sie jetzt Vorsteher ist, ist ja der erste Amtstour. Aber auch da ist bereits wieder viel passiert, viel gegangen. Und auch wenn man jetzt durchs Dresden fährt mit dem Sonnenhof, mit dem Zentrum, wenn man die Gebäude jetzt sieht, wachsen und entstehen, kann man sich plötzlich vorstellen, was da die Meinung ist und warum der Weg zu dem neuen Zentrum zu Dresden so ein schwieriger Weg war, ein wichtiger Weg war, wie die Baukörper stehen sollen und dass man nicht einen riesigen langen Klotz hat, sondern zwei Körper hat. Und so, wenn man jetzt durchfährt und den Rohbau sieht, versteht man plötzlich auch als normaler Bürger, was es eben bedeutet, warum man sich gut überlegen muss, was man dort in einer Gemeinde
und wie man es genau angeht. Und der Christoph hat es erwähnt, und Riesenberg ist ja nicht nur das Dorf, sondern auch noch ein Naherholungsgebiet, Skigebiet, Tourismusdestination, Malbun, Steg und so weiter. Also Komplexität als Vorsteher und als Gemeinderat ist eben hoch und braucht immer wieder den Input von der Bevölkerung, damit man erfolgreich agieren kann. Spannend habe ich gefunden, die Erkenntnis, dass Erwartungen nicht zu hoch geschraubt werden sollten. Das muss man uns vielleicht für einen Wahlkampf als Partei auch hinter die Ohren schreiben. Nicht zu hohe Erwartungen schrauben, sondern eher den Prozess definieren und nicht zu viel versprechen, die man noch nicht halten kann. Ich glaube, es ist in der Politik so, in der Gemeindepolitik auf Landesebene generell ist es so, wenn man etwas anpacken will, dass man immer wieder auch die Bevölkerung einbindet, aber auch schauen, dass man die Erwartungen nicht zu hoch schraubt, dass eben nicht zu viele Enttäuschungen entstehen, weil manchmal im Verlauf des Prozesses Sachen sich auch ändern können und Sachen eben anders rauskommen, als man vielleicht ursprünglich geplant hat. Und dann wird man dann halt selber eingeholt von gewissen Aussagen, die man vielleicht einmal gemacht hat. Jetzt in der Corona-Zeit ist es sowieso der Fall. Es ist schwierig, überhaupt eine Prognose noch zu machen, was in 2 Monaten ist, weil die Welt sich so rasch verändert. Und es betrifft eben auch nicht nur Gemeinden, sondern auch Land und ganze Kontinent. Vielleicht noch zum Tempo. Das habe ich auch spannend gefunden, was der Jörg Tanner gesagt hat. Das Tempo ist hoch mit E-Mails. Das erlebt man auf jeder Ebene, auf Gemeindesebene. Ich habe das dürfen in 4 Jahren in der Regierung erleben, wo Mails ich chattern am Abend, wenn du das Gefühl hast, jetzt habe ich 4 Abends, bin ich fertig, sind gerade noch einmal 10 Mails gekommen. Und jedes Mail beantworten ist manchmal schwierig. Es gehört sich aber auch, solange es sinnvolle und anständige Mails sind, muss man sie auch beantworten. Es braucht Zeit, es braucht auch ein bisschen Geduld. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, sich heute Abend auch an uns zu erinnern, dass man einfach als Bevölkerung, auch wenn man sich beteiligen will, dass man die entsprechende Geduld hat mit den Entscheidungsträgern, dass man mit den Präsidenten, mit den Vorstehern und Bürgermeistern, dass man die Geduld und die Zeit ihnen gibt, dass sie sich eben vorbereiten können und eine vernünftige Antwort geben können und nicht einen Schnellschuss, der dann nachher eben auch nicht weiterführt. Sehr interessant habe ich gefunden, die Ausführungen betreffend Bürgerbeteiligung versus Referendum. Ich meine, manchmal kommt man als Liechtensteiner oder als Schweizer Politiker in die Versuchung, die Österreicher zu beneiden, weil es kein Referendum gibt in dem Sinn, nach dem Motto, ja, die kann ja machen, was sie wollen, es gibt eh keine Abstimmung. Aber eigentlich, wenn wir ehrlich sind, ist es keine Beneidung, sondern es ist eigentlich ein Vorteil. Und es ist heute Abend wieder schön rausgekommen, wie ein wichtiges Instrument Referendum ist, wie wertvoll es so ist, dass eben ein Korrektiv da ist. Und ich denke, dass auch in Österreich, ich führe viel Gespräche mit Kollegen aus Österreich, dass sehr viel über das nachdenken. Und ich glaube, es ist vielleicht auch etwas, was in Zukunft in Österreich hochkommen wird, die direkte Bürgerbeteiligung auch in Form von Abstimmungen als Instrument, dass es zunehmen wird. Und es ist wirklich auch ein wertvolles Instrument. Natürlich ist man nicht vor Überraschungen gefeit, das hat uns der Rainer heute auch schön dargestellt, dass eben das Gefühl hast, man hat Bürgerbeteiligung, es kann ein gross, breit abgestützter Wunsch nach etwas und am Schluss ist ein Referendum, was abgelehnt wird. Dann ist man halt überrascht, aber immerhin hat man eine klare Antwort und nachher kann man weitergehen. Spannend habe ich da gefunden, was der Heinz Dürrler gesagt hat, Gemeindeversammlung sozusagen als Zwischending, als Kompromiss, wo man noch schneller, noch mehr Bürgerbeteiligung quasi direkt Entscheidungen herbeiführen kann, wo es dann gar kein Referendum mehr gibt, indem man eben in der Gemeindeversammlung Entscheidungen fällt, wo die, die wollen, kommen, mitstimmen können und dann hat man einen Entscheid, wo man sich auch rechtlich darauf abstützen kann. Ich erinnere daran, dass wir im Liechtenstein die Gemeindeversammlung eigentlich auch kennen als Instrument und vielleicht ist es ein Input von heute Abend, dass man auch wieder mehr in unseren Gemeinden hier im Land so Gemeindeversammlungen könnt durchführen, zum direkt Entscheidungen herbeiführen von der Gesamtbevölkerung, die stimmberechtigt ist, ohne dass man warten muss auf ein Referendum oder auf ein anderes Instrument, das dann wieder Zeit braucht und vielleicht auch wieder Frustrationen weckt. Zum Schluss vielleicht noch die Bemerkung von Christoph Beck, die mir sehr gut gefallen hat, nämlich keine Entscheidung ist schlimmer als jede Art von Entscheidung. Also wenn es eine negative Entscheidung ist, wenn ein Referendum verloren geht, wenn man einen Entscheid vom Gemeinderat verliert, aber man hat eine Entscheidung. Die Bevölkerung hat gesprochen, hat sich eingebracht, hat einen Entscheid gefällt. Ich glaube, mit dem müssen alle Politiker leben, dass am Schluss die Demokratie Mehrheit entscheidet und keine Entscheidung ist viel anstrengender und viel schlimmer als eben eine Entscheidung, egal in welche Richtung. Das habe ich ganz eine gute Aussage gefunden. Mit dem möchte ich eigentlich auch schließen und mit dem Wort, das Katharina noch gesagt hat, dass die Jugend eben Zukunft ist, auch eine Idee vielleicht für unsere Augenpolitik, für unsere Partei auch einbinden von der Jugend. Ich freue mich, dass wir eine aktive Jugendunion haben, wo derzeit im Moment der Partei sehr viel unternimmt und macht. Die Jugendunion ist für uns eine ganz wichtige Gruppierung in der Partei und ich denke auch in der Gemeinde, in der Gemeindepolitik ist das Einbinden von der Jugend ganz wichtig und dort kann uns vielleicht auch noch ein paar Ideen denn im kommenden Wahlkampf, wie man dort etwas machen kann, weil es sind die, die eben später Familie haben, die später die Schule benutzen und so weiter. Wenn man die Jugend einbindet in die Entscheidungen, frage ich nur wie, aber wie kommt man da her? Ist es Internet, ist es Social Media, sind es die Kanäle, die es braucht oder gibt es dort vielleicht auch neue Möglichkeiten? Dort sind wir alle nicht gescheiter als Uerz Rankwil oder Zmeienfeld oder Zargans.
Ja, so viel von meiner Seite im Sinne von einer kleinen Zusammenfassung. Ich möchte jetzt abschließend nochmal allen danken fürs Kommen und denen, die im Saal sind heute Abend, trotz der schwierigen Situation. Ich möchte mich bedanken bei denen, die am Livestream dabei sind und zugelassen haben. Ich freue mich natürlich auch auf das Feedback von denen, die im Livestream waren. Eine E-Mail oder ein WhatsApp oder etwas, eine Rückmeldung an die Partei, wenn ihr es gefunden habt, was gut war, was vielleicht nicht so gut war. Wir freuen uns über jede Rückmeldung, auch wenn sie kritisch ist. Es gehört auch dazu, dass man sich eben verbessern kann, damit man lernen kann aus einer Veranstaltung und aus dem, was wir machen. Ich möchte abschließend allen noch einmal ganz ein gutes neues Jahr wünschen, ein gutes neues, wie man bei uns sieht. Bleiben gesund, ich danke euch allen fürs Kommen. Natürlich abschließend noch ein Appell an die Ortsgruppe, Gemeindewahlen 2023. Liebe Ortsgruppe, heute war der Startschuss gewesen, jetzt geht es los und Topmänner und ihre Ortsgruppenteams sind gefordert. Ich freue mich natürlich auf die Zusammenarbeit und hoffe, dass wir einen Haufen tolle Kandidatinnen und Kandidaten finden für die Gemeindewahlen 2023. In dem Sinn ist heute ein Startschuss da jetzt und jetzt gibt es keine Ausrede mehr, jetzt kann man wirklich loslegen. Der offizielle Startschuss im 2022 ist erfolgt. Alles Gute nochmal allen Gästen und allen, die daheim im Wohnzimmer oder wo immer zuschauen. Danke fürs Kommen und nochmal ein gutes neues Jahr. Vielen Dank.